Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von CSGO Overwatch. Wir sind inzwischen beim 18. Part mit mir, dem guten Erzi. Und wie immer habe ich schon mal das Overwatch vorher runtergeladen, weil ich weiß nicht wieso, aber bei mir. Also ich habe zwar 5 MB down, 50, was auch immer. Und das Problem ist leider, Overwatch braucht mega lange, um von den Servern heruntergeladen zu werden. Es geht hart auf die Nüsschen. So, wir sind hier noch in der Aufwärmphase und wir sehen immer noch die Bots. Das heißt, 15 Sekunden sind die normalen Spieler da und das startet erst die einminütige Aufwärmphase. Unser Suspect ist AFK. Ja. Okay. Ich weiß nicht, ob er vielleicht gerade da was einstellt. Vielleicht irgendwie den Trigger oder Wallhack oder so. Im letzten Part haben wir Militia gesehen. Und wer sich das Video anschauen möchte, ist bestimmt irgendwo in der Playlist mit dabei. Und war auf jeden Fall interessant, mal die Map wieder zu sehen. Entschuldigung. War auf jeden Fall interessant, mal wieder die Map zu sehen. Hat auf jeden Fall mal was anderes, außer das 2, was wir jetzt wieder sehen. Was mal wieder typisch ist. Und unser Suspect ist einfach wirklich jetzt 1,5 Minuten hier AFK gewesen. Ich habe gestern auch noch zwei CSGO-Aufnahmen gehabt, wo bei der einen, wo ich ungelogen mit einer AWP, mit einem Headshot 10 Damage gemacht habe. Ich habe durch 5 Wände wahrscheinlich geschossen. Also es war auf Inferno hinten am B-Spot. Problem ist, die Aufnahme ist kaputt. Das ist relativ ärgerlich, weil ich eigentlich daraus das machen wollte. Jetzt hat er seinen Mate angemessert, nämlich den Lamp. Ich dachte, sorry Mate, aber du bist davor gelaufen. Da ist die Aufnahme kaputt, deswegen werdet ihr es wahrscheinlich nicht sehen. Okay. Wir sehen, wie die T's gerade den A-Spot überlaufen und auf A drauf sind. Die Nummer 4 hält noch den Spot relativ gut. Es sind noch 2 T's am Leben, einer lang, einer direkt auf Spot. Jetzt sind beide relativ auf Spot, wobei die Nummer 7 hinten am Headshot steht. So. Der war schön. Der war auch schön. War hier nichts Unnormales. Er denkt sich jetzt so, ach, diffuse ich halt, okay. Na gut, ups. Ja. Nee, auf jeden Fall, die beiden Folgen sind leider kaputt. Ich habe nicht mit Janik gespielt, sondern ich habe mit Paul gespielt. Und, also mit einem Kollegen von mir. Und, ja. Ist ein bisschen ärgerlich. Die erste Folge war noch mit 3 weiteren Leuten, die ich so ein bisschen kenne, die eigentlich relativ witzig war, weil das, ja. gut, die T's gehen short. Beziehungsweise Mitte. Und die Bombe geht B. Voll der krasse Global Elite Move 4. Ja, die Bombe sich vor Katas versteckt und jetzt langsam gleich rein sneaken wird. Und alle T's sind tot und es hat überhaupt nichts gebracht. Ne, ist ein bisschen ärgerlich, weil die erste Folge relativ witzig sogar war. Mit den Mitspielern. Mit den Unterhaltungen her. Und die zweite Folge eigentlich nur das Highlight war mit dem AWP-Shot, den ich eigentlich rausschneiden wollte, wo ich den aber gesehen habe. Die ganze Aufnahme ist einfach so verkrieselt. Ich habe mir überlegt, vielleicht mache ich das im Replay nochmal, dass ich das Replay an sich aufnehme, aber es sind halt wieder 32 Tick und man hört leider meine Reaktion nicht, wie ich hier rumschreien war. Weil das habe ich echt noch nicht in meinem Leben erlebt. Also, one in lifetime, ey. Einer geht wieder Cutters, Bombe liegt vor Cutters. Wir haben letzte Runde eigentlich gar nichts gesehen. Aimt er ein bisschen vor, aber gut, ist halt auch die Double Doors. Mit dem weiß er jetzt, dass er da steht. Ja, okay. Er hat jetzt gepiekt, wo der andere zu pieken kam. Ich glaube tatsächlich, das war der Beweis, dass wir hier einen Wallhack haben. Ist eigentlich auch egal, weil unser Mate einfach, obwohl er 4-1 hat, nicht sonderlich Berausche spielt. Die erste Runde waren halt 2 Headshots, da war alles normal. Die zweite Runde ist gar nichts passiert. Und jetzt die Runde hat er sich ein bisschen verraten. So. Weil der rusht da einfach durch. Er weiß ja eh, dass der nur da hinten steht. So, ja genau. Das zieht er schon mal vor. Ja, wow. 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 Ja gut, damit haben wir hier eindeutig, also... Da haben wir sogar einen Trigger hier. Na gut. Da macht er einfach die 180-Grad-Drehung seines Lebens.
Wobei ich ja auch mal so eine 180-Grad-Drehung gemacht habe. Beziehungsweise bei mir war es eine 360-Grad-Drehung und es sah einfach safe nach Heck aus. Ich habe es leider nicht mit aufgenommen. Ich habe es nur mit der Handykamera abgefilmt nachher im Replay, weil wir da noch keine Aufnahmen gehabt haben. Weil wir da nur selber gestreamt haben. Und, ja. Vielleicht zeige ich das mal. Irgendwann mal. Ja, wow. Ey, davor war ich so ganz... Oh! Oh, welch Zufall, er steht da. Oh, ganz komisch. Wahrscheinlich hat er noch Reports von seinen eigenen Mates bekommen. Er muss auch Gloa Kata muss er ja auch nicht checken. Na gut, jetzt ist der letzte E auf B, jetzt weiß er Bescheid, aber ist auch egal. Er denkt sich jetzt, wir pushen gleichzeitig. Okay, wir pushen nicht gleichzeitig. Ich gehe einfach vor. Na gut, in dem Fall war das vor Aim. Er wusste ja, dass er entweder so in die Richtung, also musste ja Richtung K stehen. Aber trotzdem, die anderen Sachen sind halt safe. Haben wir schon vorher gesehen. Also wir haben hier auf jeden Fall einen Wallhack an der Aimbot. Es könnte vielleicht auch ein Overwatch-Spack gewesen sein, aber tatsächlich glaube ich auch, dass es ein Aimbot war. In dem Moment zumindest. Aber es ist halt auch wieder das 2, ne? Also, wenn man das 2 spielt, weiß man hat eine 50%ige Chance, entweder ist der Hacker im Gegnerteam oder der Hacker ist selber mit in seinem eigenen Team. Ja, da war jetzt eine Auszeit. Dass ich wieder, er hat noch die AK. Jetzt wird er geile Deal One Clicks geben. Schafft er eh nicht. Zu schlecht dafür. Er weiß ja, dass er da abaimt. Oh, da kam die Nate, hat 61 Schaden gemacht. Schnell im Kopf ausgerechnet von mir. Und da kam eine Flash, die man pusht raus. Ja, du weißt doch, dass er da nicht steht. Du musst doch gar nicht schießen. Jetzt weißt du, dass sie zurückgegangen sind. Jetzt kannst du hinterher pushen. Push doch hinterher. Ja, genau. Ah, nee. Jetzt push doch mal. Ja, da sitzt doch eh keiner. Komm. Ich spar dir das umher. Du hast dich doch eh schon verraten. Das bringt gar nichts. Ja, die Rechtecke checkst du einfach 5 Minuten zu spät, ey. So, wir sehen, dass beide T's Cutters Short durch sind. Einer steht da unten. Gut, den weiß er natürlich jetzt. Einer steht halt Short. Jetzt kommt die perfekte Flash. Und da ist der Geflash des Todes. Und nochmal Geflash des Todes. Er weiß ja auch wahrscheinlich, dass er low ist. Und da holt er ihn. Easy Kill. Und da holt er ihn durch die Box. Auch Easy Kill. Jetzt schreibt er in den Chat, ich bin so ein geiler Motherfucker. Ihr könnt gar nichts hier los. Was wollt ihr eigentlich? Wir haben noch eine Runde vor uns. Hat er jetzt extra so lange geschrieben, dass er nicht mal den Bomb-Diffuse bekommt, ey. Na gut. Und da schreibt er wieder. Wahrscheinlich hat er noch ein geiles Video gemacht für seine Klassenkameraden auf dem Schulhof der Grundschule. Weberholz, keine Ahnung. Es ist AFK, wir sind in der letzten Runde. Ich glaube, das hier ist wohl eindeutig. Wenn ihr anderer Meinung seid, dürft ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Ich glaube allerdings wirklich, dass er hier einen Wallhack anhat. So. Da kommt die Nate. Nee, doch nicht. Jetzt kommt die Nate, weil er ja Short pusht. Hat aber nur 5 Schaden gemacht, war eine schlechte Nate. Kommt nochmal eine Flash. Der Woodpicker ist nicht mal richtig geflasht. Und jetzt holt er ihn durch die Smoke. Nee, doch nicht. Schade, zeig uns doch noch einen Smoke hier. Ja. Aber einen schönen, nicht so einen normalen, standardmäßigen. Eine Sekunde abwarten und schießen. Muss sich die Leute immer mega aufregen, weil man halt eine Sekunde wartet, während die Smoke aufgeploppt ist, weil sie ja halt dann meistens durchpushen und dann halt geholt werden. Er muss ja nichts befürchten. Jetzt springt er da so ein bisschen umher. Mitte sind die auch noch nicht durch. Gut, der Mensch steht da ja auch noch. Oh, da sitzt sie Short und da sitzt sie Short durch. Und jetzt positioniert er sich. Headshot, stellt er sich hin? Ja, Headshot. Nee, doch nicht. Lang geht er hin. Er will nochmal was richtig zeigen. Mit seinem schlechten Bunny Hot Script, was er nicht kann. Oder er kann ja gar nicht Bunny hoppen.
einfach ein Lauch ist. Ein 12-jähriger Bub. Mit dem PayPal-Account seines Vaters hat er den Hack bezahlt und jetzt wird er detected einfach nur. Ein Lauch. Ja, komm jetzt, mach doch mal. Ja, gut, okay. Wir haben nichts gesehen mehr in der letzten Runde, war unnötig. Wir sind uns hier eindeutig. Gegrieft hat er auf jeden Fall. Ja, gut, das hat er nicht gehabt. Money Hunt Script auf jeden Fall nicht. Hat eine Sichthilfe gehabt und aufgrund der Einsachlage würde ich auch sagen, dass er den Aimbot hatte. Beziehungsweise den Trigger. Na gut, wie immer, wenn ihr anderer Meinung seid, schreibt es in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.